Warum sind Sie ausgetreten? Es gibt verschiedene Gründe. Also zum einen holt mich die Kirche nicht ab. Also ich habe überhaupt keine Beziehung zur Kirche. Und ja, dann gibt es andere Dinge, die mich auch noch stören. Also die ganzen Skandale, die es jetzt in der Kirche gab. Warum wird das zum Beispiel oder darf sowas nicht ordentlich strafrechtlich verfolgt werden? Was bedeutet Kirche für Sie? Ja, Kirche ist Gemeinschaft vor allen Dingen und ich denke auch Sinnangebote in unserer Gesellschaft. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Sinnangebote, Wertangebote, Orientierung in pluralistischen Gesellschaft. Gäbe es einen Grund, weswegen du sagen würdest, boah, jetzt gefällt die mir gar nicht mehr, jetzt trete ich aus? Zurzeit wüsste ich jetzt nichts. Also ich bin jetzt selber nicht so informiert, ich gehe nicht oft in die Kirche, aber jetzt direkt austreten würde ich jetzt eigentlich niemals, weil es einfach so eine lange Kultur ist und so eine schon seit Jahrhunderten gibt und von daher würde ich das jetzt nicht einfach jetzt von jetzt sagen, jetzt auf einmal, jetzt trete ich aus, das gefällt mir gar nicht mehr. Können Sie uns sagen, warum Sie aus der Kirche ausgetreten sind? Das ist halt, ich habe das gemacht, als ich 16 oder 17 war und habe ich mir einfach gedacht, die 15 Euro im Monat, die kann ich mir auch schenken, weil ich habe eh nichts mit der ganzen Religion am Yang. Also habe ich mir die 15 Euro lieber so in die Tasche getan. Zum einen, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich glaube nicht an die Kirche. Also an Gott ja, aber nicht die Kirche als Institution. Also Kirche bedeutet ja nicht nur Institution. Kirche bedeutet, dass wir als Gemeindemitglieder mit Kirche machen. Also man kann nicht sagen die Kirche, sondern wir sind Kirche. Alleine Christ sein, das geht nicht. Also das habe ich immer wieder gemerkt. Es ist schön, wenn man sich mit anderen austauschen kann, wenn man auch vom Lehramt auch Impulse kriegt, wie ist was zu verstehen. Die theologische Diskussion ist für mich natürlich dann auch entscheidend, weil ich da merke, okay, es ist nicht unvernünftig, dass ich glaube. Momentan ist wirklich so, Kirche ist zu weit weg, also ist zu weit vom normalen Leben entrückt. Warum sind Sie ausgetreten? Ich kann mich einfach irgendwie mit dem Glauben nicht identifizieren. Also ich bin eigentlich nur immer in die Kirche gegangen, weil es halt irgendwie so Brauch war, dahin zu gehen. Aber ich kann mich selber damit nicht identifizieren. Von zu Hause aus habe ich das so mitbekommen erstmal und ich habe mich auch dazu entschieden, weiter drin zu bleiben. Ich bin auf einer katholischen Schule im Moment und ja, habe den Glauben da so für mich nochmal neu entdeckt. Ich bin ab und an mal in der Kirche, aber eher selten, meistens zu den Feiertagen, ansonsten eher weniger. Wobei Gemeinde nutze ich schon, weil wir auch andere Dinge in der Gemeinde machen, also eher im Freizeitbereich. Ich habe für mich entschieden, das Geld anderweitig anzusetzen. Also ich habe ein Patenkind in Afrika und das Geld, was ich in der Kirchensteuer spare, das überweise ich jeden Monat nach Afrika. Was begeistert Sie an Kirche? Mich hat vor allem die Liturgie begeistert, also die Riten und die Frage, wie kann ich Gott nahe kommen, wie kann ich ihn verehren und natürlich auch, was steckt dahinter, wie haben wir uns Gott vorzustellen und wie können wir auch mit ihm im Gebet verbunden sein. Und was war so der letzte Grund, an dem Sie dann gesagt haben, okay, ich gehe da raus? Der letzte Grund? Es war einfach so eine Entscheidung, die aus dem Bauch herauskam, irgendwie, wo ich gesagt habe, es macht für mich keinen Sinn, warum soll ich in der Kirche sein, wenn ich da gar nicht so dran glaube irgendwie. Also eigentlich ist es tatsächlich noch Gewohnheit und weil ich einfach die Hoffnung auch nicht aufgebe, dass innerhalb der kirchlichen Strukturen sich vielleicht mal was ändert, aber dass solche Dinge wie die Caritas und sowas auch wirklich weiter fortgeführt wird.